Freunde, herzlich willkommen bei AJ Barbecue. Herzlich willkommen an unserem Grillplatz. Schön, dass ihr wieder ins Grillstudio klickt. Heute gibt es ein neues Rezept. Und was machen wir? Wir machen einen bayerischen Weißwurststrudel vom Pelletgrill. So schaut's aus. Wenn ihr wissen wollt, wie wir es gemacht haben, bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Ja, was wir heute verwenden, das seht ihr jetzt hier auf unserem nicht ganz so prall gefüllten Brett wie sonst. Wir fangen mal an, unser heutiger Hauptdarsteller, die Weißwurst. Sahne brauchen wir, Sauerkraut, zur Weißwurst gehört ein Weißwurstsenf. Speck macht alles besser, brauchen wir also auch Eier, Öl, Butter, Muskat, Kartoffeln. Das Bier, das trinken wir, das brauchen wir nicht zum Kochen. Stärke brauchen wir, einen Strudelteig, weil wir machen heute einen leckeren bayerischen Strudel. Und Zwiebeln, jawohl, und jetzt geht's los. Der Strudel, der ist jetzt zwar nicht so wirklich bayerisch, meine Freunde. Nein, der Strudel kommt aus Österreich. Aber der hat seinen Ursprung schon viel früher. Der kommt nämlich so irgendwo um den 1860er Jahre, kommt der von den Habsburgern. Und die Österreicher, die haben es übernommen. Und wir übernehmen den österreichischen Strudel und den machen wir heute bayerisch. Genau. Wir haben gar nicht viel vorzubereiten. Ihr seht es ja, das ist nicht wirklich viel zu schneiden auf dem Brett. Deswegen schneide ich schnell. Und dann müssen wir die Kartoffeln kochen. Wir machen nämlich einen, genau, Kartoffelbrei. Mashed Potatoes. Freunde, während unser freundliches, fleißiges Bienchen hier die Kartoffeln für unseren Kartoffelbrei schält, starten wir zusammen einmal den Grill. Ich habe mich dazu entschlossen, heute den Traeger Pro Series 22 Pellet Grill zu nehmen. Ganz einfach, weil es ist ein Sauwetter und der läuft nachher von selber, da braucht man nicht aufpassen. Wir haben die automatische Temperaturregelung. Ihr nehmt einfach den Grill, den ihr zur Verfügung habt. Wichtig ist ein Deckel und wichtig ist, dass ihr eine indirekte Zone schaffen könnt. 180 Grad indirekte Hitze brauchen wir heute und ihr folgt mir, während er schneidet an der Grill. Beim Pelletgrill habt ihr jetzt schon so oft gesehen, aber für die neuen Zuschauer von euch, für die mache ich es gerne wieder. Der Pelletgrill starten wir bei geöffnetem Deckel, stellen den an und drinnen auf die Stufe Smoke. Smoke ist die niedrigste Stufe, aber diese Stufe braucht er. Ja, jetzt. Die Stufe braucht er, damit er ein Feuer entwickeln kann. Das wird jetzt mal fürchtig rauchen. Sobald der Rauch da ist und sobald man hört, dass die Flamme brennt, stellen wir die Temperatur ein, die wir brauchen, machen den Deckel zu und lassen ihn hochheizen. Wenn ihr mal ein bisschen näher mit dem Mikrofon dahin geht, dann hört ihr, wie er jetzt schon faucht. Das Fauchen heißt, die Flamme ist da. Warte mal. Hört ihr das? Jetzt stellen wir unsere Temperatur ein, machen den Deckel zu und lassen ihn vorheizen. Heute ist es nochmal gut gegangen. Manchmal hat er so Tage, da qualmt er wie die Sau. Da siehst du erst einmal 10 Minuten nichts mehr. Muss aufpassen, dass die Feuerwehr nicht kommt. Aber heute ist gut gegangen. Ich denke mal, in einer Viertelstunde ist der betriebsbereit. Was wir noch brauchen, ist ein Pizzastein. Den hole ich schnell, den legen wir dann noch mit rein, dass der gleich heiß wird. Ja, mittlerweile sind unsere Kartoffeln fertig. Ihr wisst ja, wie man herausfindet, ob Kartoffeln im Wasser fertig sind. Da stecht ihr mit einem Holzspießchen rein und wenn sie vom Spieß runterfallen oder gar nicht erst rauskommen. Ne? Zeig's euch mal an dem Riesending. Ne? Wenn sie von selber wieder runterfallen, dann sind Kartoffeln fertig. Die gießen wir jetzt schnell ab, dann nehmen wir euch aber nicht mit. Die lassen wir jetzt ein bisschen ausdampfen und dann geht's los mit dem Stampfen. Dampfen, dann stampfen. Genau. Das machen wir jetzt einfach, damit wir sie besser verarbeiten können. Die sind ja schon weich. Da schau mal her, das ist ja wirklich, die kann ich ja schon drücken. Ausdampfen, dann können wir sie besser weiterverarbeiten. Und dann geht es weiter mit dem Sauerkraut, dem Speck und den Weißwürsten. Yippie. Ausdampft ist anders, aber wir haben natürlich auch Außentemperatur 2 Grad. Ich denke, wir haben sie jetzt mit 10 Minuten lange genug ruhen lassen. Jetzt geht es weiter. Erst einmal geben wir da mal einen ordentlichen Ranken Butter rein. Okay. Butter gibt Tinte auf dem Füller. Und dann geht es auch gleich los. Dann müssen wir stampfen. So reicht es natürlich noch nicht mit Kneten und Stampfen, aber wir können zwischenzeitlich einmal kurz würzen. Und das tun wir ganz klassisch mit Salz und Pfeffer.
Und was natürlich bei einem Kartoffelbrei nicht fehlen darf, das ist Muskatnuss. Normalerweise würde ich jetzt in diesen Kartoffelbrei Milch mit reingeben, aber durch das, dass der in einen Strudel kommt, brauchen wir eine gewisse Bindung. Und die erreichen wir, indem wir da Eigelb reingeben. 4 Stück an der Zahl. Das ist auch der Grund, warum ihr den habt ausdampfen lassen sollen, weil sonst würde das Ei ja direkt stocken anfangen. Ja. Das ist alles, was in unseren Kartoffelbrei reinkommt. Das verteilen wir und stampfen wir jetzt noch ordentlich. Ja, wenn euer Kartoffelbrei richtig schön cremig ist, dann ist er fertig. Jetzt gehen wir an den Grill. Jetzt wird endlich was in den Grill geworfen, aber nur kein Strudel. Mittlerweile habe ich eine Pfanne aufheizen lassen. Die brauchen wir nämlich auch noch. Wir müssen den Speck, die Zwiebeln und das Sauerkraut ein bisschen anrösten. Genau, die ist schon im Grill. Da schaut sie jetzt hin. Sobald das jetzt ein bisschen Farbe genommen hat, sobald der Speck auslassen ist, kommt das Sauerkraut dazu. Salz, Pfeffer und Sahne brauchen wir noch, aber ich hole euch dazu, ihr seid bei jedem Schritt wie immer dabei. Und das riecht schon wieder so geil, Speck und Zwiebeln in einer heißen Pfanne. I love it. Sobald das jetzt alles ein bisschen glasig ist, geben wir noch das Sauerkraut mit rein. Und heben das Ganze unter. Das muss jetzt alles schön warm werden. Sobald das jetzt alles ein bisschen warm ist, ein bisschen Farbe genommen hat, ein bisschen lecker riecht, geben wir da die Sahne dazu und rühren die Sahne erst einmal richtig schön unter. Und dann lassen wir das Ganze für 10 Minuten köcheln. Und so, wenn das Ganze ausschaut, dann ist es soweit, dann sind wir soweit. Jetzt bauen wir schnell um und vorne am Brett, da sehen wir uns wieder, da bauen wir unseren Strudel. Hier. Bald ist es soweit, bald können wir essen. Bevor wir jetzt aber wirklich zum Füllen kommen, haben wir hier in der Schüssel nur ein wenig Butter, die müssen wir schmelzen. Die brauchen wir hier für unseren Strudelteig. Die erste Lage habe ich schon ausgelegt. Aber hier stellen wir ganz geschwind noch unsere Butter zum Schmelzen rein. Wir müssen uns halt schön einstreichen, weil Fett, ne, brauchen wir. Fett gibt Geschmack, Fett ist lecker. Genau, da warten wir jetzt drauf und dann bauen wir unseren Strudel endlich. Wenn ihr so wie ich keinen Pinsel zur Hand habt, nehmt da einfach einen Zewa. Taucht das in die geschmolzene Butter und streicht da euer Strudelblatt ein. So, sobald das passiert ist, kommt das nächste Strudelblatt da oben drauf. Und dann geht es weiter mit Streichen. So, streichen wir das nächste Blatt ein. Und das letzte Strudelblatt. Das ist stabiler, als es ausschaut. Also ich habe auch am Anfang auch gedacht, hey, bloß nicht anlangen, gell? So. Und da drauf, da kommt jetzt, genau, erstmal der Kartoffelbrei. So. Auf den Kartoffelbrei, genau, da kommt das Sauerkraut. Lasst ringsherum ein bisschen einen Rand. Das muss ja später auch zusammenhalten. Gell? Das müssen wir dann gleich wieder mit Butter einschmieren, dass es hält. Aber bevor das soweit ist, sind wir jetzt endlich so weit, dass die Weißwürste ins Spiel kommen, Freunde. Dafür schälen wir sie erst einmal. Lassen sie aber am Stück. Wir haben ja schon ein paar Mal was mit Weißwürsten gemacht. Da haben wir sie halbiert oder auch in Scheiben geschnitten. Wir lassen sie am Stück. Schälen sie nur oder pellen sie. Schälen tut man eine Zwiebel, pellen tut man die Weißwurst. Und dann legen wir die da einfach in unseren Strudel rein. Und wo eine Weißwurst ist, darf was nicht fehlen? Ich. Flo, Dennis. Süßer Senf. So, und genau. Und genau der kommt jetzt.
jetzt wird es ein bisschen tricky. Jetzt müssen wir das nämlich auch noch zu einem Strudel machen. So, da ja der Flo bei uns ist, machen wir da jetzt noch einen zweiten. Das zeigen wir euch nicht mehr und dann kommt das Ganze auf den Grill. Wir haben es jetzt, wir schmeißen unsere Strudel jetzt auf den Grill. Der Traeger läuft bei 180 Grad, der Pizzastein ist heiß und jetzt ist es soweit. Jetzt kommt der Strudel. Platz lassen für einen zweiten. Bevor wir jetzt unsere Ruhe vom Grillen haben, müssen wir den Strudel obenrum auch noch mit Butter einschmieren. Ja, dafür machen wir kurz zur Grillnummer auf. Die Butter ist ja immer noch geschmolzen. Nächstes Mal, ich verspreche es euch, ich besorge einen Pinsel. Ja, das ist richtig schön, sonst spricht der ganze Teig auf und das wollen wir ja auch nicht. Das soll ja ein richtig schöner Strudel werden. Aber jetzt haben wir 30 Minuten Zeit, dann sollte alles soweit sein, dann können wir essen. Action! Jetzt, wo meine Schwester am Handy fertig ist, jetzt können wir mal den ersten Blick in den Grill werfen. Wir sind mittlerweile bei den 30, ja, wir waren vielleicht 35 Minuten angekommen. Jetzt schauen wir da mal rein. Kommt ihr mit mir mit an den Grill? Träger? Träger auf! Freunde, das sind ein paar Fotos und dann gibt es endlich ein Fazit und ich kann euch erzählen, wie das Ganze schmeckt. Aber ich vermute fast, das ist mega lecker. Hey, ich wäre für einen klassischen Mittelschnitt. Dafür habe ich mir einen Sägezahn, also ein Brotmesser, geholt. Dann schneiden wir da jetzt mal auf. Also, es geht schon mal durch wie durch Butter. Ja, was will man mehr? Ihr habt gesehen, was wir drauf haben. Wir haben Sauerkraut, wir haben Kartoffelbrei, wir haben Weißwurst und wir haben einen süßen Senf. Das Ganze in einem Strudel, das wird geil. Freunde, ich opfer mich auch für euch. Ich probiere das Ganze jetzt einmal. So. Ja. Ich habe ja schon schnabuliert, ich weiß, was auf mich zukommt. Wer Strudel mag, wird das Ding lieben. Ohne Schmarrn. Dieses Sauerkraut mit dem Speck ein bisschen angedickt. Andicken müssen wir es, weil sonst funktioniert das mit dem Strudel nicht. Das weicht sonst durch, das sifft durch. Die Weißwurst, der Weißwurst-Senf, der Speck und der Kartoffelbrei. Jede einzelne Komponente kommt super, wahnsinnig lecker und geil zur Geltung. Also, bayerischer kann ein Strudel vom Grill nicht werden, Freunde. Ganz ehrlich nicht. Solange das jetzt heiß ist, gehen wir zum Essen. Sowas muss man heiß genießen. Ihr macht es nach, schreibt es unten in die Kommentare rein, wie es euch geschmeckt hat. Das wird mich brennend interessieren. Ihr könnt natürlich auch reinschreiben, wie das Rezept überhaupt so ankommt oder ob ihr es nachmacht. Also ich würde mich über jeden Kommentar freuen. Aber ganz ehrlich, und das schreibt es mal unten rein, gibt es was Bayerischeres als das? Wenn ja, hier, na, die Chance, Kommentare. Freunde, bis nächsten Mittwoch früh um 6, da kommt das nächste Video. Da sehen wir uns wieder. Bis dahin sagen mein Team und ich Servus. Macht's gut. Habe die Ehre. Ade. Andi! Essen! Während der Dennis jetzt da die Kartoffeln schält, damit wir unseren Kartoffelbrei machen können. Ja, genau. Ja. Ja, das ist der Dennomat. Dennomat 1000. Am Berg, da rauscht der Wasserfall. Wenn es nicht mehr rauscht, ist Wasserall.
Scheiße. Krutze, fix. Mensch. Hurra, Bix, Beitel. Ich sag's euch, Leute, die Sabine hat so getobt hier. Meine Handschuhe sind sogar innen feucht.